Herzlich willkommen bei Banished. Es geht weiter. Wir haben jetzt die Folge 16. Und wir wollen hier uns noch richtig fett absichern mit Nahrung. Und hoffen, dass hier über unsere kleine Bauaktion noch viele neue Leute dazukommen. Hoffe ich mal. So, ach guck mal, der ist schon fertig. Gut, dann wollen wir hier. Was gibt es hier? Squash oder Reed? Mach Squash. Mach Squash. So. Gut, sehr, sehr, sehr gut. Die Straße wird hier gebaut, das ist schön. Dann war nämlich der Plan ja auch, dass die sollen dann hier hinten, wie die Verrückten, das alles wegnehmen. Und hier soll noch ein Feld entstehen. Und zwar. Machen wir nochmal ein klassisches Feld. Oh, guck mal, wie groß du das machen kannst. So. Friedhof füllt sich oder was? Oh, der Händler ist gekommen. Ach, Nomaden sind haben die Stadt erreicht. Auch das ist ja natürlich nicht schlecht. Wo sind die? Hier in der Kirche. Hier. Nomaden. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die zulassen, ja? Nomaden. Nehmen wir sie oder nehmen. Ja, komm, wir nehmen sie. 18 Nomaden. Da ist natürlich jetzt hier unser Dingsbumshaus gut, weil da können die nämlich einziehen. Genau. Guck mal, ziehen hier alle ein, das ist sehr gut. Und dann haben wir auch immer ganz viele Leute, was natürlich zusätzliche Arbeitskräfte bedeutet. Was aber auch bedeutet, dass wir noch mehr Essen brauchen. Wir brauchen dadurch noch mehr Essen. Mal gucken, ob wir einfach noch einen zweiten Fisherman bauen. Zweiten Fisherman. Hier. Da würde ich ihn dann ganz gerne hier bauen. Oder wisst ihr was? Vielleicht bauen wir den einfach mal auf die andere Seite hier. Da wo auch unser fliegender Händler mal kommt. Hier. Es ist ja ein Fluss, glaube ich, oder? Ist das ein Fluss? Ist verbunden mit einem Fluss. Ein See, der mit einem Fluss verbunden ist. Das müsste schon passen, oder? Gucken wir mal, ob wir hier einen Fischer noch reinkriegen irgendwie. Na, nicht wirklich, wa? Nicht wirklich. Guck mal doch. Zack. Haha. Ein Fischer. Juhu. Da brauchen wir jetzt noch eine Straße. Vom Fischer? Hierher. So, genau. Einer ist Sturm. Ich hoffe mal an Alter, ja, an Altersschwäche. Und Essen ist low. Ohohoho. Essen kaufen von einem Händler? Kein Bock. So, Leute, macht doch mal hier. Arbeitet. So, Miner werden wir mal noch einen zuziehen und einen Stonecutter, okay. Und fehlt uns noch was? Blacksmith haben wir. 113 Werkzeuge. Junge, Junge, Junge. Wenn das mal nicht ein bisschen zu viel ist. Im Moment sterben viele an Altersschwäche. Na, hier wird langsam gebaut am Feld. Ist aber nicht so gut.
weil wir Priorität hier hochsetzen, so. Weil wir Nahrung brauchen, wir brauchen mehr Nahrung. Und deshalb werde ich jetzt, oh, guck mal, die Ernte, das wird eine schöne Ernte dieses Jahr. Ah, guck mal, zufälligerweise kommt hier gerade der Händler. Mal gucken, was der hier zu bieten hat. So, zeig mal. Ah, jetzt hat er Pfeffer. Pfeffer könnten wir anbauen. Pekannüsse, Wurzeln. Das sind hier die Sachen, die wir im Angebot haben. Eieiei. Da wollen wir nicht mal Pekannüsse nehmen? Was auch immer das ist. Komm, wir nehmen mal Pekannüsse. 20, okay. Was willst du dafür haben? Wow, guck mal. 300 sind das. Können wir uns ja richtig viel von kaufen. Nehmen wir noch Pfeffer? Ach, guck mal einer an. Können wir jetzt im Prinzip ganz viel Nahrungsmittel kaufen. Ist ja cool. Und dann nehmen wir noch Gabatsch, was ist das denn? Ne, wir nehmen ja nur Sachen, die wir gar nicht selber nicht haben. So. So, Trade. So, jetzt kannst du wieder abhauen. So, cool. Jetzt haben wir ganz viel Zeugs gekauft und jetzt hoffe ich mal, dass wir da irgendwie Pfeffer da oben anbauen können oder was? Wenn ich das richtig verstanden habe hier. Jetzt haben wir doch das Saatgut im Prinzip. Hier. Mal gucken. Nein, das war nur reine Nahrung. Wir haben es nicht als Saatgut bekommen. Gut, dann will ich, dass hier noch Wheat gemacht wird. Okay. Wir haben 9 Laborer. Hier wird gearbeitet. Okay. Habe ich nichts dagegen. So, sehr schön. Oh, was ist hier los? Warum ist da ein Fragezeichen? Wegen dem Food Limit oder was? Ach so, wir haben zu wenig Farmer. Okay, warte, warte, warte. Wir setzen die hoch. Kein Problem. 14 Farmer. Oh, alter Schwede. Gut, dann kriegen wir aber auch dementsprechend Nahrung, wa? Und gleich sind die auch weg, wenn wir hier unseren. Oh, was haben wir low? Food ist low. Auf Alter gestorben, wa? Aus Altersschwäche gestorben. Der ist auch gleich fertig, nehme ich mal an, ja. So, und der braucht jetzt natürlich wieder 4 Fischer. Mein lieber Scholli, 4 Fischer. Und dann sind gleich wieder unsere Arbeitskräfte flöten. Aber ich denke mal, das ist jetzt im Mittelpunkt hier mit dem. Mit der Nahrung. Oh, schon wieder so kalt im Spätherbst. Irgendwie haben wir hier gerade eine kalte Jahreszeit erwischt. Und die Leute sterben hier auch wie die Fliegen, scheinbar. Aber alle an Alter, oder? Ja, jetzt ist irgendwie die Zeit, jetzt sterben die ganzen ersten Siedler wahrscheinlich weg von damals. Guck mal, hier kommen wieder welche, oder? Fleißige, fleißige, fleißige. Seid ihr fleißig? Ja. Guck mal, wie viel Zeug hier im Wald rumsteht. Da müssen wir doch glatt hier noch so einen Sammler bauen. Guck mal, hier den. Genau, der sammelt Beeren und so ein Zeug. Den werden wir mal gleich hier stationieren. Und zwar hier. Zack. Und der kriegt noch ein. Oh, es wird kalt. Ich glaube, die Nahrung reicht hier gar nicht mehr. Ich glaube, die Nahrung reicht nicht mehr. So. Oder so. Lieber so, wa? So eine Straße. Und so eine Straße. Okay. Holz sieht gut aus. Stein sieht sehr gut aus. Nahrung sieht ganz schlecht aus. Da hoffe ich mal, dass sich da noch was entwickelt.
Die sterben hoffentlich nicht am Hungertuch hier, am hungernagenden Dingsbums. Und wir lassen die da weiterarbeiten. Hier noch ein bisschen Eisen vielleicht mitnehmen. So, da wird, denke ich mal, aufgeforstet, oder hoffe ich mal. Eisen geht langsam auch zur Neige. Fischer fertig. Ja. Fischer fertig. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist er denn, der Fischer? Hier. Oh, 8 Fischer. Eieieiei. Brauchen wir fast schon wieder neue Leute hier. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verschätzt mit dem, was hier an Nahrung brauchen hier die Leute. Deshalb werde ich mal gleich, ohne zu überlegen, noch ein Feld bauen. Oder bauen wir hier noch eine Plantage. So. So. Dann brauchen wir wieder mehr Farmer. Das ist ein richtiger Teufelskreis hier. Wir haben vergessen, auch die ganze Zeit schön Häuser zu bauen. Baut mir doch mal Häuser hier, mehr Häuser. Zack, noch ein Haus, noch ein Haus, noch ein Haus und noch ein Haus. So, und ein Weg. So, und so. Und so. So. Oh, 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 oh. Food is low. Feuerholz ist low. Oh, oh, Feuerholz ist low, Best. Feuerholz ist low. Wie viel haben wir denn? Wie viel Woodcutterer? 2 von 2. Eieiei, die reichen nicht mehr. Müssen wir noch einen Woodcutterer bauen? So. Jetzt haben wir noch so mehr, baue ich jetzt aber nicht. Jetzt warten wir einfach mal wieder, was passiert. Wahrscheinlich werden wir jetzt so wirklich alle verhungern. Es geht jetzt echt an die Grenzen hier. An den Grenzen des Machbaren. Der Gator, der braucht ja dann natürlich auch noch. Den werden wir mal gleich auf High stellen hier. So, dass der wirklich bevorzugt gebaut wird hier. Der Kumpel. Ich sag mal, könnte man hier eigentlich einen Tunnel, oder macht das hier Sinn, einen Tunnel durchzubauen? Nicht wirklich, wa? Nee. Nicht wirklich. Komm, und dann werden wir mal hier ein bisschen noch, dann gibt's halt hier Hühner, ist mir egal. So. Bevor wir hier noch ewig warten, bis der da mit seinen Rindern kommt, der Kumpel. Kann man hier schon was einstellen? Noch nicht. Gut, da wird der Gator gebaut. Laborer, Bilder, alles sehr wenig. Hier läuft's. Okay, die verbrauchen natürlich sehr viel Feuerholz, denke ich mal. Die verbrauchen sehr viel Feuerholz. Das sollte man. Also die bauen schon, wa? Da brauche ich mir jetzt nicht so eine Ratze machen, den bauen sie. So, 17 Farmer, mein lieber Scholli. So geht es den Leuten ganz gut. Die Gesundheit ist jetzt ein bisschen geschrumpft. Kann das sein, dass wir... Warte mal, wir gucken mal in die Statistik rein. Kann das sein, dass wir jetzt nicht mehr so viel Medizinpflanzen haben? Herbs. Herbs, 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 Herbs. Das ist alles. Ja, guck mal, Roots. Roots 0. Ach du Scheiße. Pepper 0, alles schon weg, was wir gekauft hatten. Nein, 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 alles schon weg, was wir gekauft hatten. Müssen wir mal gucken. Oh, Herbs haben wir doch ohne Ende. Eisenwerkzeuge, Hitcode. Mal gucken, dass wir ein bisschen noch Eisenwerkzeuge beiseite legen für den Händler. Wenn der kommt, müssen wir auf jeden Fall wieder Nahrungsmittel kaufen. So. Iron Tools. Okay, wo sind denn die?
Oh, da haben wir schon mal 20 beiseite gelegt gehabt. Jetzt stellt er auf Hitcode. Ach, jetzt hier oben, okay. Haben wir noch von irgendwas viel? Sehen wir hier jetzt gar nicht. Auf keinen Fall was vom Essen. Kohle ist out. Okay. Haben die jetzt verheizt, die Kohle? Hm, Mann, 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 Mann. Okay, jetzt fängt die an. Einer von vier. Gate, aber könnten wir noch viel mehr einstellen. Essen, ja, essen. Ihr wollt alle essen, essen, essen. Ihr fresst mir die Haare vom Kopf, Mann. Na gut, gleich wird die Ernte eingetrieben, da müsste eigentlich was bei rumkommen. Mit den Hühnern, das dauert hier scheinbar ein kleines Weilchen. Oder können wir die splitten? Split. Ach so, jetzt wird die Hälfte davon geschlachtet, wa? Dann kommen die hier rüber. Ich glaube, die Hälfte wird jetzt geschlachtet. Naja, sollen sie mal machen, wir brauchen eh Zeugs. So, hier geht's weiter, okay. Ah, ein Händler ist gekommen. Was bietet da uns denn der Kumpel? Kühe, Kühe, ich will Kühe. Kühe. 800 kosten die. Eieiei. Ein Huhn, eine Kuh. Dann. Gib mir doch mal. Ach, guck mal, ist. Oh, die sind aber. Total 600. Firewood. Verkaufe ich doch nicht. Iron Tool. 920. Ist egal, machen wir so. Kriegst die ganze Kohle, oder? Cool, wir haben eine Kuh. Dann können wir den Hühnerstall jetzt hier schnell. Ist zwar schade, aber wir stellen ihn mal schnell auf Kuh um, oder? Mist, geht nicht mehr. Müssen wir einen neuen bauen, wo wir Kühe machen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Kühe. Ah. Kühe. Die werden wir mal hier oben hin verlegen. Das ist ja nicht zu weit weg. Oh, das ist aber. Oh. Na, dran ist es auch nicht gerade, wa? Nee, komm, 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 komm. Wo sollen die denn hin? Die Kühe. Ich weiß, die uns nachher noch wegsterben hier. Dass die uns hier noch unter den Händen wegsterben, die Kühe, und dann nachher noch eine Kuhseuche bekommen, dann kommen die hier hin. Ja, ja, mach mir richtig viele Kühe. Mehr Kühe. So. Cool. Ich hoffe an Alter, oder? So, was ist mit dir hier? Du weißt nicht, was du machen sollst. Mach mal Pflaumen. Aha. So, jetzt low an Farmer. Da wird ein schöner Kuhstall gebaut. Das ist eine ganz feine Sache. Jetzt haben wir sehr viele Steine. Da würde ich mal... Ach so, du kannst ja eigentlich wieder weg, wa? Ja. Kannst wieder abhauen. Tschüss. Jetzt können wir eigentlich hier noch ein paar Steine, so viele wie wir haben. Warte mal, wo sind die? Steine, Steine, Steine. Können wir noch ein paar hier in unser Händlerding reinhauen. So. So, mit dem Handel, das klappt ja mittlerweile einigermaßen. Und ich danke euch. Das war die Folge 16. Und nach wie vor macht das Spiel totalen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran und seid beim nächsten Mal wieder dabei hier bei UFOmann LP. Der Wahnsinn macht die Runde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.